Die Briten haben entschieden, die EU zu verlassen. Was in der Politik die Wogen hochgehen lässt, scheint die Börsen kalt zu lassen. Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im August 2016 aus dem Investmentcenter der St. Galler Kantonalbank. Mein Gast ist heute Caroline Hilp, Leiterin Anlagestrategie und Analyse St. Galler Kantonalbank. Caroline Hilp, vor zwei Monaten überschlugen sich die negativen Prognosen für die britische Wirtschaft. Was ist davon bereits eingetreten? Was sicher eingetreten ist, ist eine starke Unsicherheit bei den Wirtschaftsakteuren in Großbritannien. Man sieht das gut beim Arbeitsmarkt. Hier beispielsweise ist die Zahl der Festanstellungen deutlich zurückgegangen. Die Firmen stellen lieber Leute ein ohne einen festen Vertrag. Und im Dienstleistungssektor wurde im Juli zum ersten Mal seit drei Jahren keine neue Stelle geschaffen. Und welchen Einfluss hatte das Brexit auf die Weltwirtschaft? Gibt es hier bereits negative Auswirkungen? Bisher merkt man an den Zahlen keine negative Entwicklung vom Brexit-Entscheid in Großbritannien. Heißt das, dass die unmittelbaren Reaktionen nach der Abstimmung übertrieben waren? Unmittelbare Reaktionen sind häufig übertrieben. Was sich ganz sicher zeigt, ist, dass diese Stimmen, die aufgrund des Brexit eine weltweite Rezession erwartet haben, bisher Lügen gestraft wurden. Bisher zeigt sich diese Auswirkung nicht. Die Bank of England hat bereits reagiert und die Leitzinsen gesenkt und das Anleihekaufprogramm verstärkt. Was bezweckt sie damit? Die Bank of England hat ja sicher vorsorglich reagiert. Sie sehen das gut an diesem Chart. Das ist der vorlaufende Indikator für den Industriesektor, für den Servicesektor in Großbritannien. Und Sie sehen, diese Werte sind mit dem Brexit-Entscheid stark gesunken, unter 50 auch. Und das zeigt, die Wirtschaft Großbritanniens, die hat einen schwierigen Weg vor sich nach dem Brexit-Entscheid. Sie wird tendenziell schrumpfen. Und darum ist es auch richtig, dass die Bank of England vorsorglich reagiert, Anreize schafft, damit die Banken Kredite vergeben, damit die Firmen weiter investieren, damit eben die Konjunktur dort auch stimuliert wird. Dagegen halten sich die anderen Zentralbanken zurück. In den USA ist es gar möglich, dass aufgrund der positiven Arbeitsmarktdaten in diesem Jahr doch noch die Zinsen steigen werden. Ja, das sehe ich auch so. Die jüngsten Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die waren sehr gut. Die können wirklich, oder ich sage es Ihnen so, ich finde wirklich, es ist durchaus Zeit, in den USA eine weitere Zinserhöhung durchzuführen. Nicht nur, weil die US-Wirtschaft in einer Verfassung ist, in der ihr ein höherer Zins auch gut tun würde, sondern vor allem auch, die Fed ist heute stark abhängig davon, was an den Finanzmärkten passiert. Und wenn die Fed heute den Zins erhöht, macht sie auch wieder einen Schritt Richtung Unabhängigkeit von den Finanzmarktturbulenzen oder vom Finanzmarktgeschehen. Und das finde ich einen wichtigen Schritt, den ich begrüßen würde. Die Aktienmärkte hat es auch durchgeschüttelt nach dem Votum der Briten, aber nur kurz. Die meisten Kurse auch in London sind jetzt wieder höher als vor der Abstimmung. Da zeigt sich halt, dass sehr viel Unsicherheit und sehr viele Emotionen im Spiel waren an den Aktienmärkten. Die Aktienmärkte sind auch eher kurzlebig. Der Brexit hat sich nicht sofort gezeigt, also ist man dort auch wieder zur Tagesordnung übergegangen. Hat sicher auch in einer gewissen Form eine Gegenbewegung drin, was vor dem Brexit zu tief nach unten geglitten ist, hat sich dann halt nach dem Brexit auch wieder aufgelöst. In den USA zum Beispiel erreichen die Aktienmärkte neue Höchststände und auch in den Emerging Markets sind die Kurse in den letzten zwei Monaten sehr stark gestiegen. Was sind die Treiber dieser Entwicklung? Bei beiden Regionen sind die gleichen Treiber am Werk. In den USA hilft der schwache US-Dollar, der hilft auch in den Schwellenländern. Es hilft der Ausblick auf weiterhin tiefe US-Zinsen, das ist ja die aktuelle Marktmeinung. Das hilft dem US-Aktienmarkt, hilft aber auch den Schwellenländer-Aktienmärkten, weil es keine Abflüsse gibt. Der Ölpreis hat stabilisiert, das hilft auch an beiden Orten. Und nicht vergessen dürfen wir natürlich das Sentiment, die Risikobereitschaft der Finanzmarktteilnehmer ist allgemein wieder etwas gestiegen. Das ist auch wieder ein Punkt für die Schwellenländer-Aktienmärkte. Einzig das britische Pfund, das ja nach der Abstimmung auch sehr stark verloren hat, konnte sich seither nicht erholen. Wie lässt sich das erklären? Währungen haben immer ein gewisses Eigenleben. Gerade das Pfund ist ja auch die Fieberkurve der britischen Entwicklung. Wir hatten doch einige politische Unruhen in Großbritannien. Das hat das Pfund geschwächt. Hinzu kommt natürlich jetzt auch die starke expansive Geldpolitik der Bank of England. Die wird auch in den nächsten Monaten das Pfund schwächen. Vor allem, weil ja die Bank of England auch weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat. Direkt nach der Abstimmung zum Brexit haben Sie davor gewarnt, übereilige Änderungen in der Anlagestrategie vorzunehmen.
Jetzt, 2 Monate später, sehen Sie da klarer oder haben Sie selber in Ihren Portfolios schon Änderungen umgesetzt? Wir haben in aller Ruhe uns darüber Gedanken gemacht, ob wir an der Allokation bei den Aktien etwas ändern müssen. Wir haben eine gewisse Allokation in Schwellenländer, die haben wir unverändert belassen. Großbritannien waren wir nicht direkt investiert, also hatten wir da auch keinen Handlungsbedarf. Den US-Aktienmarkt, den wir schon länger auch positiv einschätzen, waren wir auch entsprechend positioniert. Wir haben also seither keine Änderungen vorgenommen. Und auf der Obligationenseite? Bei der Obligationenseite, da haben wir eine Veränderung vorgenommen. Wir hatten verschiedene Obligationen, die inzwischen stark an Wert zugelegt hatten, weil eben die Zinsen nach dem Brexit nochmal gesunken waren. Hier haben wir Gewinne realisiert und diesen Teil in die Wandelanleihen investiert. Caroline Hilp, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Was denken Sie, was sind die Folgen des Brexit-Votums? Diskutieren Sie mit. Unser Hashtag Investment Talk.